Hitze bei der Arbeit. Bei rund 35 Grad Celsius sind Eisträume derzeit äußerst kurzlebig. Dabei wäre eine Abkühlung für die Menschen hier in Dresden höchst willkommen. Sich ans Ufer der Elbe zu setzen, hilft auch nur bedingt weiter. Denn wo sonst das Wasser munter sprudelnd gen Nordsee fließt, liegen nun trockene Kieselsteine. Einige Elbezuflüsse sind bereits versiegt oder führen dramatisch wenig Wasser. Auch der Grundwasserspiegel ist abgesunken. Bei einem Pegelstand von 49 cm blieb die Schifffahrt in der sächsischen Landeshauptstadt am Dienstag eingestellt. Von ein paar Ruderbooten auf dem Fluss mal abgesehen. Dresden, auch Elbflorenz genannt, erinnert derzeit tatsächlich eher an einen Hochsommer in der Toskana. Weil alles austrocknet, also vor allem die Elbwiesen, sieht man, sind total braun, gelb. Man findet kein grünes Fleckchen mehr. Die Dampfer können nicht mehr fahren. Also man merkt es schon deutlich, dass eine extreme Hitzewelle die Stadt heimgesucht hat. Aktuell ist keine Änderung in Sicht. In Dresden soll es heiß und trocken bleiben, bei Temperaturen um die 30 Grad. Ähnlich wie in anderen Teilen Deutschlands. Auf dem Rhein, wie hier in der Nähe von St. Goarshausen, haben die Binnenschiffer ebenfalls mit Niedrigwasser zu kämpfen. Die Dampfer dürfen zwar noch fahren, aber nur mit verminderter Geschwindigkeit und nicht voll beladen.